Wie und von wem wurde Rom gegründet? Der Sage nach wurde Rom von den beiden Brüdern Remus und Romulus im Jahr 753 vor Christus gegründet. Daher kommt auch der berühmte Kinderreim 753, Rom kroch aus dem Ei. In der Tat wissen wir durch archäologische Befunde, dass mehrere latinische Siedlungen, die in der Gegend des heutigen Roms lagen, sich zu einer Gemeinde zusammengeschlossen haben im 8. Jahrhundert vor Christus und aus diesem Zusammenschluss latinischer und zum Teil sabinischer Siedlungen ist dann Rom entstanden. Also die mythische Zahl ist annähernd auch da, wo wir durch archäologische Befunde wissen, dass die tatsächliche Gründung Roms stattgefunden hat. Wie lange existierte das Römische Reich und wie groß war es während seiner größten Ausdehnung? Also Rom entwickelte sich während der ersten 4 Jahrhunderte seiner Existenz, vom 8. bis ins 5. Jahrhundert vor Christus, von einem Stadtstaat zu einer erst italischen und dann im westlichen Mittelmeer vorherrschenden Hegemonialmacht, also sozusagen einem Staat mit Vormachtstellung über die Nachbarstaaten. Danach, in der Kaiserzeit, die im 1. Jahrhundert vor Christus begann, begann dann eine Ausdehnung auch in andere Teile Europas, sodass im frühen 2. Jahrhundert nach Christus die größte Ausdehnung des Römischen Reiches erreicht war. Zu diesem Zeitpunkt reichte es etwa von Schottland im Nordwesten bis in den Irak im Südosten. Welche Herrschaftsstruktur hatten die Römer zu welcher Zeit? Hier kann man zwischen drei großen Phasen unterscheiden. Zunächst die römische Königszeit von etwa dem 8. Jahrhundert bis ins späte 6. Jahrhundert. Hier regierten etruskische, also benachbarte italische Könige über Rom. Danach beginnt die lange Epoche der Römischen Republik, die vom späten oder frühen 5. Jahrhundert bis zum Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus reicht und dann durch die sogenannte Kaiserzeit abgelöst wird, die in verschiedenen Formen im westlichen Teil Roms bis Ende des 5. Jahrhunderts nach Christus existiert und im östlichen Teil, also mit der Hauptstadt Konstantinopel, was heute Istanbul ist, bis ins 15. Jahrhundert nach Christus weiter existiert. Woher wissen wir so viel über die Römer? Da gibt es zwei wichtige Quellen. Zum einen die geschichtlichen, also von römischen Geschichtsschreibern dokumentierte Fakten über ihre Zeit, die zum Teil auch in deren Zeit schon historisch waren. Also nicht jeder ist unbedingt ein Zeitgenosse über das, was er schreibt, sondern das kann auch damals schon 1, 2 Jahrhunderte her gewesen sein. Aber das ist das, was wir meinen, wenn wir von Geschichte sprechen, also von niedergeschriebenen Fakten. Und die andere zweite große Quelle sehen wir hier auch um uns herum in der Ausstellung. Das sind die archäologischen, also Hinterlassenschaften wie Architekturteile, Gebäude, aber auch materielle Hinterlassenschaften, seien es alltägliche Gegenstände oder auch Kunstgegenstände, aus denen wir ablesen können, wie die Menschen gelebt haben, was sie trugen, was sie aßen und so viel wir halt eben über ihren Alltag herausfinden können. Welche römischen Einflüsse halten sich bis heute? Zum einen ist da unsere Schrift, die wir, also wenn wir römische Inschriften sehen, können wir diese von der Sprache des Lateinischen abgesehen gut lesen. Die Buchstaben sind nach wie vor die gleichen. Auch in mehreren Sprachen in Europa, in Deutschland nicht, aber in unseren Nachbarländern wie in Frankreich und Italien haben sich romanische Sprachen, daher nennen wir die auch so, erhalten, die stark auf das Lateinische zurückgehen. Aber auch andere Dinge wie unsere Esskultur, also die Römer haben den Wein nach Deutschland und nach Nordeuropa gebracht. Die Römer haben hier Straßensysteme gebaut und Städte gegründet wie Worms und Speyer und Trier, Mainz, die wir immer noch kennen. Und auch unser Rechtssystem beruht immer noch zu einem guten Anteil auf dem damals kodifizierten römischen Recht. Wie war das Verhältnis der Römer zu anderen Kulturen? Das war natürlich über die Jahrhunderte unterschiedlich. Zum Teil gab es gute Beziehungen zu Nachbarkulturen, wo Handel getrieben wurde, wo auch kultureller Austausch stattfand. Aber das Römische Reich wäre nicht so groß geworden ohne enorme militärische Auseinandersetzungen, die auch zu Eroberungen führten. Also mit nahezu jedem Volk, das an die Römer grenzte, wurde wenigstens einmal auch Krieg geführt.
Viele wurden erobert und unterworfen, aber es fand auch stets ein Kulturaustausch statt. Die römische Kultur zeichnet sich auch aus durch eine gewisse Toleranz, gerade in religiösen Fragen, für die Glaubenswerte anderer Völker und Kulturen. Und manche, wie die griechische, haben sich auch über das Römische Reich hinaus erhalten. Was ist für Sie das Beeindruckendste an den alten Römern? Also für mich persönlich ist sicherlich das Beeindruckendste, dass ein Weltreich dieser Größe in einer Zeit vor digitalen Medien, vor Elektrizität, vor Autos und dergleichen verwaltet und geleitet werden konnte, dass quasi Soldaten gleichzeitig in Schottland wie in Griechenland wie in der heutigen Türkei kommandiert und gelenkt werden konnten, dass Logistik funktioniert hat über dieses ganze Reich, dass ein durchgehendes Infrastruktursystem errichtet und unterhalten werden konnte über Jahrhunderte, über Zeiträume, die uns weit weg erscheinen, weil das Römische Reich schon so lange untergegangen ist. Aber wenn man sich überlegt, dass quasi 800 Jahre gut funktioniert hat, dann finde ich, das ist das mit am beeindruckendsten.